Willkommen zu einer neuen Runde Ark Survival Evolved von Studio Wildcard DLC Extinction. Ich hoffe mal, die bleiben da vorne und treiben sich da rum, denn wir müssen jetzt mal zurückfliegen und einen Sattel bauen. Das heißt, zügigst für den Velo, dass wir dann eventuell zusammen hier durchkommen. Und ich muss mir auch irgendwie schon mal einen Weg rausplanen. Also hier sieht es schon mal gut aus. Hier kann ich auch mal kurz landen. Ah, hier sind wir schon außerhalb der Kuppel. Dann wird es auf einmal... Was? Was? Ja, sandig. Und flieg mal bitte hier hoch, dass ich, ja, irgendwas Normales sehe. Und, alter Schwede, hier muss ich mich dann durchprügeln. Kommen wir darüber. Alter Schwede, wie komme ich da überhaupt hin? Das sieht aus wie rechts lang. Da kommen wir auf jeden Fall runter. Boah. Komme ich, wenn ich da runter? Ah, jetzt muss ich langsamer fliegen. Wir müssen hier raus und dann da runter. Oh, da ist ein Pupsi. Da sind viele Pupsis. Da werden Pupsis auch angegriffen. Und komme ich dort? Nee, da komme ich ja nicht mal rein in die Stadt. Doch, komme ich. Aber noch sehr weit unten, ne? Warte mal. Wir fliegen mal noch ein bisschen weiter. Ach. Au, Kacke. Da komme ich nur noch ganz... Nee, ich komme noch da oben rum. Jawohl, da rechts lang und dann komme ich doch schon hier hoch. Da bin ich doch schon fast auf der richtigen Ebene, ne? Dann hätte ich es ja schon fast geschafft. Komm mal hier runter. Da müssen wir kurz zwischenlanden. Da lang und dann von da aus irgendwie weiter. Das sieht schon mal richtig aus. Ja, springen wir runter. Wir müssen mal... Ja, ist ja gut. Einfach da raus und hoch. Und die Base ist mittendrin. Ja. Die erst heißt du, das ist mir mittlerweile sowas von Bummi. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Warte mal. Sind das da oben? Ach, das sind... Ja, noch mehr Rolleviecher. Jawohl. Das ist jetzt mehr mal eine Erkundung mit. Ja, wenn die jetzt sterben da drüben, ist das jetzt mal auch nicht so wilde. Wir gehen einfach mal nicht davon aus. Wir hoffen es nicht. Aber wir können auch hier gleichzeitig gucken. Da unten würden wir also auch reinkommen und auch hier hochkommen. Da haben wir wieder so eine schöne Treppe. Mittlerweile hält er hier auch schon richtig gut durch. Wir müssen ja auch sehen, dass wir irgendwie da wieder rüberkommen, weißt du? Das sieht zwar aus, als wenn es da unten hochgeht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was bist du? Boah, eine Hyäne, jawohl. So weit brauchen wir noch. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Was schon mal Schnieke ist. Wir könnten uns sozusagen dann hier oben durchboxen. Hier oben rum. Hier gibt es sogar noch Steine. Jawohl. Kommen wir dann hier rein. Wie gesagt, ich kann sie leider nicht tragen. Wir müssen uns durchkämpfen. Ja, mit so ein paar Spinnen wären wir locker fertig. Dann kommen wir auf jeden Fall schon mal hier rein. Wir müssen dann sehen, wie wir irgendwie runterkommen. Essen haben wir genug dabei. Trinken muss ich dann auf jeden Fall wieder besorgen. Da vorne sieht's gut aus. Wir kommen grob in die Nähe. Doch nicht gut aus. Oh, ey.
Sieht's mal, jawohl. Und ich dachte, hier, guck mal, wirklich. Mist, 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 Mist. Das wäre schön gewesen. So, wir müssen ja irgendwie darüber kommen. Aber wieso gibt es denn hier keine Verbindung? Muss doch aber eine geben. Das sieht fast so aus wie bei uns. So. Da gibt es auf jeden Fall. Ich bin nur dran vorbei. Alles klar. Hier würden wir drüber kommen. Hier kommen wir runter. Und das sieht doch das aus wie das Ding vom Zemkäfig. Oder? Na klar, da ist der Zemkäfig. Und links davon ist unser Home. Unsere Base. Die sieht schnieke aus. Wir halten uns auch nicht lange auf. Wir bauen nur den Sattel. Nehmen was zu trinken mit. Und dann düsen wir gleich wieder los. Du bleibst mal hier. Hast du irgendwas einstecken? Ja. Das müssen wir leider aufräumen. Das haben wir weg. Das brauchen wir nicht. Das haben wir auch alles weg. Das brauchen wir nicht. Das werden wir hier irgendwo reinpacken. Du folgst nicht. Das ist gut. Das Ei. Wo haben wir die Eier? Was? Hab ich das nicht rausgenommen? Das habe ich dir wieder gegeben. Ne? Wow, ich habe dir alles reingelegt. Ich Schwachkopf, dabei habe ich's. Die ist dahin. Leder hat man hier um die Ecke. Warte mal, Leder brauchen wir sicherlich nachher noch. Die packst du mal. Hier ist kein Platz. Jo. Jetzt ist Platz. Jawohl, warte mal. Jetzt ist auch dafür wieder Platz. Und den packen wir das wieder da rein. Aufgefüllt. Gucken an die Werkbank. Was brauchen wir für einen Velosattel? Das ist der Carno. Tapetschara. Velo braucht 50 Keratin. Leder. Tee. Oh. Keratin. Leder. Jetzt lässt er mich da nicht mehr ran, aber jetzt. T. T. Velosattel, Leder, Hammer, Fasern brauchen wir einen 200er und einen 100er. Keratin. Keratin haben wir genug da. Fasern haben wir auch hier noch da. Da drin soll es nur wirklich nicht liegen. Wenn wir Schwein haben, wird es außen ausgeblendet, dass die den nicht angreifen. Wir haben einen Velosattel. Das ist schnieke. Da schnappen wir uns da oben den größten Velo, nehmen den als Leittier, nehmen alle anderen auf Feind bekämpfen, also Ziel angreifen und legen dort los. Was wir allerdings noch machen können ist, haben wir hier noch Betäubungssachen drin? Nee. Haben wir hier drin? Jawohl. T, T. Wir bauen uns nochmal schnell 40... Pfeile. Jetzt scroll doch mal runter. Diese Maus riecht mich auf. Herstellen. 40. Dass wir welche dabei haben. Das heißt aber auch, wir brauchen noch mehr Pfeile. T. Fasern. Strom. Fasern. Herstellung. Alle hinten dran. Und jetzt bauen wir zügig. So, fein. Wir haben einen Velosattel. Genau. Wir nehmen den 50er oder war das schon 60er, 63er der größte, wenn sie noch leben. Genau, ja. Schnappen uns den als Leittier. Bam, 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 bam. Wow, keine Ahnung, was das jetzt im Ton war. Ich hoffe, du hörst es nicht oder ich schneid's raus. Guck krass.
Mir ist heiß. Das ist ja nicht so schlimm. Warte mal. Wir packen das zurück. Wir packen den Flint zurück. Wir packen das zurück. 61 Pfeile, 52 Betäubungspfeile, das reicht. Haben wir hier noch Essen dabei? Nein, nicht so Schwachkopf, genau so rum. Da kannst du mal... Kannst du nicht so einzeln essen? Dann so raus und so raus, jawohl. Und... Inventar öffnen, jawohl. Dass ich den Beutel da reinkriege. Was heißt Beutel? Trinkflasche. Die ist voll, jawohl. Ich trinke nochmal was. Mir ist warm. Ich habe immer noch so viel im Inventar. Ja gut, das sind die Pfeile und 20 für den Velosattel. Okay, und auf geht's zurück. Du hast volle Energie. Wenn ich mit dir Gas gebe, reicht das? Eine ganze Weile eigentlich. Oder? Wieso sind wir beim letzten Mal hier gleich in die Knie gegangen? Ist doch seltsam. Also ich fliege jetzt komplett nur mit Shift, ne? Also im Sprint. Chorios, Chorios. Jawohl. Hier unten können wir gleich nochmal aufladen. Dann fliegen wir rüber auf die Mauer. Ja, bis zur Mauer würden wir bestimmt auch kommen. Nee, kann man nicht. Dann hier unten mal zwischenlanden. Genau, Jack landen. So, ist gleich voll aufgeladen, jawohl. In diesem Mal darüber. Da müssen wir auf jeden Fall hochkommen. Ich könnte schon mal einen Marker setzen. Ich glaube, wenn ich da gelandet bin, da wird es schon viel cooler. Da werde ich dann schon ruhiger. Da draußen ist ja erstmal Halali. Da drüben scheinen wir gar nicht hochzukommen. Oh doch, ganz außen da. Alter Schwede, auch heftig. Puh. Ja, das Problem ist ja, dass ich absitzen muss. Warte mal. Hier ist erstmal nichts. Das ist schön. So. So. M. Scheiße, wie war das mit dem Marker setzen? Ich weiß es gar nicht mehr. K? Nee. Oh! Nein. Nein. M. Ja, lass mal. Wir sind erstmal voll. Komme ich im Sprint bis rüber? Das ist schon wieder so eine Frage, ne? Sollte ich vielleicht nicht unbedingt ausprobieren. Und dann muss ich auch noch genau unseren Berg finden. Sieht aber fast so aus wie der da. Das könnte der sein. Die Richtung hier stimmt auch. Der da? Jawohl. Ah, hier ist noch unsere Spaßtruppe, wie es aussieht. Hier. Ach du Scheißendreck. Hier ist ja noch mehr Spaß los. Wie groß ist denn die Gruppe jetzt geworden? Es sind nur drei, okay. Hier ist auf jeden Fall noch mehr los. Da wehren sie sich schon. Komisch. Sind aber immer noch zu dritt. Kongress. Komme ich an den rechts dran vorbei? Auch nicht, das sieht nicht gut aus. Kann nur hoffen, dass die irgendwo mal sich dann verpieseln. Tja,
Und wo waren wir? Die Rippe kennen wir doch irgendwo her. Waren das nicht die von uns? Müssen wir ja da vorne gar nicht lang. Jawohl, da unten, das Ding kennen wir doch. Ja, du darfst ruhig kacken, Kakao. Das Ding kennen wir doch auch da unten. Ne, da ist das. Wenn das die Gruppe ist, haben wir gewonnen. Dann haben wir die schön abgelenkt. Das wäre cool. Jetzt müssen wir hier erstmal landen. Kängurus? Da habe ich nichts dagegen. Das ist Schnieke. So, wir landen. Da vorne sieht es relativ cool aus. Da können wir dort wirklich raus. Oh, herrlich. Heißt nicht, dass ich ruhiger werde, aber so. Mobs überprüfen. Jawohl, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Darfst du, darfst du, darfst du. So, umgesteckt. Du gehst dann auf passiv, bist du? Jawohl. Und folgen. Aber das machen wir zum Schluss, dich folgen zu lassen. So, hier machen wir erstmal F. Dir geben wir mal kurz einen Sattel. Du kriegst Leben. Ich will aufsitzen und die hier mal ein bisschen enger zusammenstellen. Oben in Sicherheit sozusagen. So, F, gib mal den Sattel her. Gib mal den Sattel her. Den kriegst du jetzt. 63, du behältst den Sattel dann zum Schluss auch. Essen hast du hier noch. Das ist schön. Du bist Führungsfahrzeug. So, wie kommt man in den Turret-Modus? C und dann. Jawohl, alles klar, habe ich verstanden. Nein, da drüben ist noch so eine Gruppe. Aber das kriegen wir in den Griff. Wir müssen in der Mitte raus. E, F. Gib mein Sattel wieder her. Ja, also, das muss man natürlich nicht so genau machen, aber ich will dann schon mal einen bestimmten Anfang haben. Und jetzt geht es wirklich nur darum, die ein bisschen aufzustellen. In der Hoffnung, dass wir wirklich so viele wie möglich mitkriegen. So, dann gebe ich denen noch die Befehle. Und dann haben wir schon wieder eine neue Runde. Und in der neuen Runde werden wir auf jeden Fall losdackeln und gucken, ob wir durchkommen. So, du kommst mal bitte noch ein bisschen mehr hierher. Ja, nicht, dass hier jetzt noch irgendwas passiert, was da, bevor wir losdüsen. Kommst du? Jetzt, jawohl. Y. Und zwar sind die Befehle. Habe ich dir einen Sattel hier genommen? Jawohl. Du kriegst den Sattel. Erstmal rein. Du gehst. So. Wieso hast du jetzt schon wieder ein Level Up? Ist aber auch nicht schlimm. Du hast das, du hast das. Fetzt, du hast genug Leben. Ach so, ihr habt ja auch noch. Nee, nicht FE. Ihr habt ja auch noch Looten an der Ernteeinstellung. Ah. Deaktiviere. Deaktiviere. Abbau von Rohstoffen. Ernteeinstellung. Deaktiviere Aufsammeln von Opfer-Items. Ja, deaktivieren. Sollte er nämlich nicht machen. Was quietscht hier unten? Das sind die. Oh, shit. Ja, und du lenkst sie wieder hoch. Das ist klar, das ist klar. Karno kriegt Leben. Karno Verhalten. Neutral auf dein Ziel angreifen. E Verhalten. Neutral dein Ziel angreifen. E, Ernteeinstellung, die sind richtig. E, Verhalten, neutral, dein Ziel eingreifen. E, Ernteeinstellung deaktivieren. E, Ernteeinstellung deaktivieren, dass die nichts mitnehmen, außer was wir denen in die Hand drücken, weißt du? E, Verhalten, neutral. Dein Ziel angreifen, falls ich mal irgendwie absitzen sollte. Was? Ernteeinstellung deaktivieren.
Ernteeinstellung deaktivieren und T folgen, T folgen, T folgen, T folgen, T folgen. Sollten wir eigentlich alles haben? Ich stelle mich mal hier unten hin und wir sind auch gerade am Rande, also am Ende einer Runde. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Ark Survival Evolved von Studio Wildcard. DLC Extinction. Dann versuchen wir mal die ganzen Dinos nach Hause zu bringen. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.